Hi, liebe Zuschauer, ihr seid bei Wilhelmshaven Vlogs und heute bin ich am Flugplatz in Mariensiel, wo auch die Salzwiesen sind. Viel Spaß mit dem Video, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das hier ist die Christusgarnisonkirche in der Wilhelmshavener Innenstadt. Die Kirche wurde 1872 geweiht, ja, und gebaut von Friedrich Adler. Und den Grundstein hat 1969 Kaiser Wilhelm II., dessen Denkmal hier steht und der auch die Stadt mit dem Hafen, der da hinten ist, gegründet hat. Ja, gelegt. Und hier 1959 wurde sie halt heute in den heutigen Namen Christusgarnisonkirche benannt, weil vorher hieß die St. Elisabeth-Kirche, der Name, der sich jener Bedeutung dieser Kirche entzogen hat, quasi. Ja, und weil das Garnison hat irgendwas mit Bundeswehr zu tun, da kenne ich mich nicht so mit aus. Jedenfalls hört ihr jetzt einen Ausschnitt des Glockengeläuts. Gerne würde ich euch die Kirche auch von innen zeigen, aber die haben jetzt Gottesdienst. So, ich bin jetzt fast bei den Salzwiesen in CC in Groden angekommen und da hinten ist auch schon der Flugplatz in Mariensiel. Ja, Salzwiesen sind halt so ganz viele Wiesen in einem salzigen Meer, die meiste in der gemäßigten Klimazone, wie wir hier in Deutschland leben. Ja, das sind halt so verschiedene Lebensräume von Vögeln halt, ne, die man so kennt, Strandfliedern und viele mehr. Und hier in den Nordseesalzwiesen lebt sogar die Halligfliedermaus. Das ist so, keine Ahnung, was auch immer das für ein Tier ist. Wahrscheinlich so, eine Fledermaus wahrscheinlich nicht. Aber wir haben auch gerade auflaufend Wasser, oder sieht man das nicht? Die Priedel laufen zumindest langsam voll. Willst du viel schwimmen mit Priedel? Wie kommt das eigentlich zustande, dass da so viele Steine im Wasser liegen? Hat das damit zu tun mit den Steinen da, die halt immer mal so ein bisschen mitgespült werden, wenn ist, ja, also wenn gerade Ablauf ins Wasser ist. Normalerweise wären jetzt auch Deichschafe, aber keine Ahnung, wo auch immer die gerade sind. Wahrscheinlich sind die da hinten wieder so, also wie ich die kenne, da wo dieser kleine Windpark da ist, so, wo ganz viele Windkraftanlagen dran sind. Und man kann hier auch an der Salzwiesenpfad entlang fahren, von Wilhelmshaven sich da hinten befindet. Einmal ein Ziel hoch vorbei, ganz rum nach Dangast. Übrigens, diese Salzwiesen sind auch hier Rast für viele Zugvögel, also Meereszugvögel, die halt auch mal immer in den Süden fliegen, wenn es wärmer wird. Wenn es kälter wird, meine ich schon. Entschuldigung. Ja, also gerne würde ich halt mit euch auch in die Salzwiesen reingehen, aber das Ding ist halt einfach, dass es Naturschutzgebiet ist und dass es gefährlich ist, wenn ich da reingehe, weil das da total sumpfig ist. Und ihr wisst ja, man kann in einem Sumpf leicht runtergezogen werden. Deswegen lasse ich das mal lieber, da ich keine Straftaten begehen möchte hier und mich auch nicht hier unnötig in Gefahr begeben möchte. Weil ich weiß ja nicht, wie man wieder aus dem Sumpf rauskommt, wenn man da einmal reingezogen wird.
hatte es einmal da hinten am Strand in Schillig, ganz, ganz weiter hinten irgendwo. Als ich so richtig tief im Moor eingesunken bin, im Meer eingesunken bin, als ich jetzt einfach am Moor, da war ich noch ganz, ganz klein und dann wusste ich gar nicht mehr da rauskommen. Warum bin ich denn so, Hilfe, Hilfe. Oh, wenn ich da heute so drüber nachdenke, dann lache ich mich selber aus, ganz ehrlich. Also hier ist leider auch kein Badebereich mehr, denn er ist kilometerweit da ganz hinten im Nirvana. Aber unser Freund, ja, ist vielleicht sind ja gleich hier ein paar coole Flugzeuge da vorne am Start. Zumindest Segelflieger können da ja am Start. Dahinter ist ein Industriegebiet oder was? Nee, Industriegebiet ist da hinten. Man kann nicht hinterm Wald sein. Aber wie gesagt, es ist auch bestes Wetter hier. Hier die Leute, das zieht die Leute nochmal alle so richtig raus, bevor der Herbst irgendwann so richtig beginnt. Ich finde, das sollte man auch ganz gut ausnutzen. So. Oh, das sieht so geil aus. Man kann es hier richtig gut genießen. Ich würde auch ja wirklich gerne mit euch da mal reingehen, aber das darf ich ja nicht. Ist ja, zumindest darf ich es nicht ohne Begleitung, weil es ist Naturschutzgebiet und auch gleichzeitig Sumpfgebiet. Ja, da leben halt auch viele Wattwürmer drin und so. Und auch viele Vögel leben da auch drin. Man kennt ja. Ja. Also da wird auch Salz angebaut, oder? Nee, Salz wird da nicht angebaut. Die heißen nur Salzwiesen, weil sie im Salzmeer leben. Das Salz, das wir essen, kommt aus einer ganz anderen Herstellungsgedöns. Also könnt ihr mal vom Flugplatz davor, vorne, wenn ich einen Pilotenführerschein hätte, dann mit dem Helikopter hier rumfliegen, weil die Salzwiesen machen. Aber ich habe da leider keinen Pilotenführerschein. Deswegen darf ich das leider auch nicht. Aber ihr seht ja hier schon, wie groß das Ganze ist. Schon fast wie eine Düne. Ich würde jetzt gerne da unten weitergehen, aber da ist leider Scharfschutzzone. Ja, aber was heißt leider? Scharfschutzzone ist ja schön. Aber natürlich kommt man hier auch näher an das Rollfeld heran, an dem Flugplatz in Mariensiel. Alter, was steht denn hier schönes? Herzlich willkommen im Nationalpark. Hatten wir liebe Besucherinnen und liebe Besucher. Wir begrüßen Sie am Herzen des niedersächsischen Wattenmeers. Der Jadebusen ist die größte, fast geschlossene Bucht unserer Nordseeküste. Zweimal täglich bringt die Flut gewaltige Mengen an Sand und Schlick, Sedimente herein. In der Bucht beruhigt sich das Wasser und diese Sedimente setzen sich ab. So konnte sich vor dem Deich fast durchgehend ein breiter Salzwiesengürtel bilden. Und ja, Watt und Salzwiesen sind Lebensraum für zahlreiche besondere und zum Teil seltene Pflanzen und Tierarten. Das hier ist der kleine Mariensieler Flugplatz. Eigentlich nur ein so ein durchgehendes Rollfeld für Segelflieger. Oh, schon ruhig hier die Strecke. Mann, ey, da vorne war ja aber gerade ein Tumult, Alter. Das glaubt ihr gar nicht. Also da vorne, meine ich. Oh, jetzt gehe ich mal hier hoch. Ich hoffe, ich darf das und ich hoffe, ich mache hier nichts illegal. Alles, naja, ist halt egal. Also, jedenfalls will ich mal die Salzwiesenlandschaft von oben sehen. Hui! Also, dass die Salzwiese von hier bis ganz weit da hinten ins Nirvana reingeht, ey, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Jetzt gehe ich erstmal zurück in die Stadt, um da noch ein bisschen Kaffee zu trinken und so. Ich freue mich auch schon auf heute Abend, denn dann bin ich nochmal beim Seglerfest am Wilhelmshavener Hafen. Aber dazu gibt es noch ein separates Video, das ja morgen online kommt, tatsächlich morgen um 18 Uhr. Das war's vom Vlog, Leute. Lasst ein Like da, wenn euch gefallen hat. Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Vlog. Ciao.